Als das mit den süchtigen Jugendlichen gerade die Runde machte, kamen James und einige seiner Kollegen bei mir vorbei. Sie beteuerten, dass sie sich um die Jugendlichen Sorgen machten. Und ich konterte mit, wenn das stimmen würde, sähe ihre Werbung ganz anders aus. Und sie hätten schon längst die Aromen abgeschafft. Anschließend berichteten sie mir von ihrer neuesten Idee. Ich habe sie gefragt, heißt das, dass sie damit in beide Richtungen kommunizieren und die Geräte aus der Ferne steuern können? Und sie konnten genau messen, wie ihre Kunden das Gerät verwenden und Zug für Zug den Nikotingehalt regeln? Sie könnten also dafür sorgen, dass es 1 Million Mal so süchtig machend ist wie eine herkömmliche Zigarette. Eine durch und durch gruselige Vorstellung.